bin eingestiegen 2008 als FH-Assistent am damaligen Institut für Marketing und Sales Management und habe mich dann nachher nach 2-3 Jahren zum Bereichsleiter hochgearbeitet. Habe dann auch die Chance bekommen, selbst Dissertation zu schreiben. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich intern weiterbildet über die internen Weiterbildungsprogramme, die die FH Wien der WKW anbietet. Und trotzdem kann man auch externe Angebote wählen, sollte man die mal brauchen. Die Schulungen dienen selbstverständlich hauptsächlich dafür, dass man eben sich beruflich weiterbildet, sind aber auch viele dabei für die persönliche Weiterentwicklung. Der letzte Workshop, den ich besucht habe, war zum Thema Employer Branding der FH Wien der WKW. Das war in der Hinsicht sehr spannend, weil man die Positionierung auch unter mehreren Mitarbeitern einfach weiterentwickeln kann und dann mit eigenen Geschichten sozusagen zum Leben erwecken kann. Ich habe letztes Jahr eine Schulung besucht, in der unser Geschäftsführer das Hochschulwesen ein bisschen erklärt hat. Das hat mir sehr viel weitergeholfen, weil obwohl ich selbst studiert habe, ist das von der anderen Sicht natürlich, erlebt man das nicht als Studierender. Mitarbeitergespräche gibt es. Die rennen so ab, dass einfach Feedback vom Vorgesetzten kommt, man selbst gibt Feedback und man bespricht auch die Ziele für das nächste Jahr.